Okay. So, dann Thema Berührung heute. Genau. Und wir haben hier noch einen Gast Okay. und vielleicht möchte sich, stellen wir den Gast auf die Probe, wie sie sich vorstellt, ob schüchtern oder mutig oder mit welcher Kraft sie da ist. Ja, wenn es okay, laut sprechen, damit sie hört und das hier Ja. Ich bin Jekaterina Schmidt. Und die Frage war in Bezug auf nee, mich jetzt oder ja, auf. einfach, ob du damit die Charlotte weiß, wer du bist und unsere Zuschauer. Oh, okay. Sagst du mir nochmal deinen Vornamen? Ich habe es nicht verstanden. Jekaterina. Die Abkürzung ist Katja. Katja. Genau. Das ist je, Katharina, Katharina, Genau. sowas. Hey. Hi, guten Abend. Guten Abend, Charlotte. Ich komme aus St. Petersburg und bin seit 6 Jahren hier. In Leipzig, seit 5 Jahren, genau. Und ja, und gestalte mein Leben so mehr und mehr zu meinem Traumleben. Und das ist das, was ich eigentlich mache. Und was ist dein Traum? Mein Traum ist, das zu werden, was ich wirklich bin. Das zu werden, was? Das? Was ich wirklich Was bin. du wirklich bist. Also das, was innen drin ist, dass es wirklich ganz und gar da sein kann und ohne Aber, ohne irgendwas und ohne Unterbrechung. Charlotte, was spürst du jetzt von Jekaterina? Ja, ich spüre sie sehr präsent, nachdenklich, nicht schüchtern, sehr präsent. Und was spürst du, wenn ich frage das einfach, um sie herum? Um sie herum. Weil jetzt viele Leute denken, naja, wir sind fern, das ist kein richtiger Kontakt. Und ich sage, dass wir uns schon berühren können, auch aus der Ferne. Und das Sehen ist auch eine Berührung. Das heißt, du kannst sie jetzt nicht mal sehen, nur hören. Und du kannst sie spüren und du hast sie schon gespürt. Und ich sage, dass diese Live-Sendungen nicht virtuelles ist, sondern echte Berührung möglich ist. Und deswegen aus deiner Wahrnehmung, wie spürst du ihr Aurafeld oder ihr Wesen oder was spürst du drumherum? Drumherum, ja, so, dass sie, wie ich schon gesagt habe, präsent ist, dass sie in ihrem Körper ist, dass sie den sehr, ja, sehr gut bewohnt, sage ich jetzt mal, dass sie ihn mag und liebt und dass Berührung für sie ständig passiert, also in jedem Moment. Ob mit Personen oder auch ohne Personen, mit sich selber. So nehme ich sie jetzt gerade wahr. Wow. Schöner hättest du sie nicht beschreiben können. Ne? Sie ist fast rot geworden. Und Ja. jetzt grün. Jetzt ist sie blau. Das fall ich runter. Ich würde sie aber trotzdem gerne sehen. Sag mal, Katja, warst du vor 2 Wochen wie ihr da zusammen zu viert auf dem Sofa saß? Was? Nein. Nein, nicht. Okay. Gut, dann hab ich dich noch nie gesehen, ja. Aber bestimmt. Aber so schön deine Kompetenz jetzt zum Thema Berührung auf tiefster Ebene, weil vielleicht deswegen ging jetzt Skype nicht oder den Browser. Weil ich so mit ihr
kommunizieren möchte, oder? Ja, weil da sieht man auch die Kompetenz deines Wesens, wenn es um Berührungen geht, nicht nur Körper, nicht nur so aus der Nähe, sondern auch aus der Entfernung. Du hast sie berührt, so wie ich es wahrgenommen habe, tief berührt, indem du gesagt hast, wie du sie wahrgenommen hast. Ja, berührt mit meinen Worten. Ja. Ich kann dich auch, Charlotte, hier in den Raum wahrnehmen. Also, sehr schön. Also ja, so. Ich möchte ja auch da sein. Ja, bist du ja auch. Ja, ja. Genau, weil es ist jetzt einfach eine Verbindung zwischen uns dreien und vielleicht kriegen wir das auch noch in dieser Stunde hin mit den Zuhörern, Zuschauern auch noch diese Berührung und diese Verbindung aufzubauen. Mhm. Ja, die Ludit hat gerade uns begrüßt, die ist aus Frankreich. Vielleicht, wenn du, weil es ist so, eine Sache ist, was man schreibt. Eine Sache ist eine Live-Sache, wo du jetzt jemand wahrnimmst und berührst. Da sieht man Kompetenz. Ne? Und das war für mich, wenn du vielleicht der Ludida ein paar Worte sagen möchtest, ja? Da ist jetzt gerade keine Verbindung da. Ja. Vielleicht kann ich sie hören. Nein, jetzt kannst du. Sie ist nur in Skype, in den Chat. Ah, okay. Mhm. Und wie, ja, wie ist sie da? Was schreibt sie? Sie schreibt: Hallo, ihr Lieben. Okay. Dann ist es mir noch zu wenig. Ich kann sie nicht wahrnehmen. Okay, wunderbar. Okay. Gut. Dann eben, heute Abend, für alle, die jetzt da sind, jetzt im Sommer sind weniger, aber die Themen ist schon, alle unsere Sendungen sind schon mindestens 1000 bis 1400 Mal gesehen worden, ne? Es wird danach gesehen. Deswegen nehmen wir auch die Menschen wahr, die das später sehen werden, und wir grüßen alle, die jetzt in diesem Feld dabei sind. Mhm. Und wir grüßen auch und wir berühren auch alle Energien, die mit uns sind, sichtbare und unsichtbare, denn wir sind auch unsichtbar auf der Seelenebene und in unserer Grundstruktur. Wir sind ewig. Also wir grüßen das Ewige in uns und geben Raum, es zu fühlen, es zu sehen. Denn wir sterben, aber das Ewige nicht. Sehr gut, ja. Okay. Ja, du hast uns natürlich schon berührt, ne? Mhm. Ist fast die Sendung zu Ende. Ich kann ja noch viel weitergehen mit Berührung heute Abend. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, über was ich reden möchte. Und ich habe mir überlegt, Berührung sagt ja eben nicht, es sind ja nicht nur die Worte, sondern eben auch unter anderem die Hände. Und ein Thema oder das Thema heute Abend werden die Hände sein. Mhm. Und da ihr mich jetzt nicht sehen könnt und ich euch nicht, würde ich total gerne mit euch beiden da jetzt eine Übung machen. Ihr könnt die mitmachen, ich leite die an. Mhm. Habt ihr Lust dazu? Gerne. Ja, wunderbar. Und zwar nenne ich die mal meine zärtliche Berührung. Mhm. Und das ist eine Übung, die man jeden Tag immer wieder machen kann, wenn man nicht so bei sich ist, wenn man eben den Körper nicht spürt. Ich sag mal im Business, wenn ich als Hausfrau gehetzt durch die Gegend wandere, ja, das brauche ich gar nicht so aufzählen, das weiß man in der heutigen Zeit, man ist oft so eben nur im Kopf draußen und immer nur in der Umgebung, also bei den anderen, aber nicht bei sich selber. Und diese Übung, meine zärtliche Berührung, geht eben jetzt um mich selber, also um meinen Körper und um wieder in Verbindung zu kommen mit
mit der Seele, mit meinem Körper und dem Geist, dass die drei verbunden sind. Ich denke mal, ihr beiden sitzt jetzt gerade und das ist okay, sitzt ihr? Ja. Ja. Okay, dann schließt doch einfach mal die Augen und ja, konzentriert euch, konzentriert sich jeder auf sich selber und verfolgt mal den Atem. Atmet ein und aus und beobachtet euch da dabei. Und diese Übung gilt jetzt nicht nur euch beiden, sondern allen, die zuhören, die dürfen sich genauso hinsetzen, die Augen schließen und sich ganz auf die Atmung konzentrieren. Ich leite euch an, leite euch durch diese Übung durch. Ein paar Minuten geht die nur und die ist so, ja, sich selber berühren. So, jetzt, wenn ihr die Atmung gespürt habt, ein, aus, weiter atmen und jetzt lockert mal eure Schultern, bewegt euch ein bisschen. Die Schultern lockern, die Atmung geht ein und aus. Und was ganz oft bei uns auch total verspannt ist, ist das Kiefer. Lockert mal euer Kiefer, bewegt das Kiefer hin und her. Rauf und runter. Und ganz oft, das darf man auch hören. Und kreisen kann man auch das Kiefer. Und schaut mal, wie sich da die hintere Muskulatur, die da so am Ohr hingeht, wie sich schon lockert. Also, ich habe kurz die Augen aufgemacht. Das ich auch. Ich auch. Ja, gar nicht. Wieder konzentrieren, Augen schließen. Und ich höre euch nicht. Ich höre kein Kiefer gewackelt. Au, 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 au. Soll ich euch mal was sagen? Das Kiefer ist auch mit dem Unterleib verbunden. Also wenn ihr verspannt seid im Kiefer, dann seid ihr auch im Unterleib verspannt. Also ruhig jeden Tag ein paar Mal das Kiefer lockern. Aber es sieht doof aus, wenn ich das mache. Das macht nichts, ich kann es ja nicht sehen. Aber die anderen... Und jetzt legt noch mal beide Hände auf euren Kopf, berührt euch mit den Händen, legt die auf den Kopf, spürt eure Haare, spürt die Kopfform und atmet einfach weiter. Und jetzt gleiten die Hände ganz langsam über das Gesicht und du berührst dein Gesicht, so wie du das noch nie gespürt hättest und stell dir vor, du hast Öl auf den Händen und du massierst jetzt dein Gesicht und fährst mit deinen Händen ganz liebevoll auf über deine Stirn und über deine Nase, deine Wangen und schau mal, wie sich das anfühlt. Vielleicht hat dich heute noch niemand so berührt, also liebkose dich mit deinen Händen und streich mit deinen Händen am Nacken entlang und genieß diese Berührung und vergesst das Atmen nicht. Atme und streichel dich, warst du noch nicht, am Hals und hin unterhalb der Haare, fahr an deinen Schultern vorbei und komm wieder nach vorne zu deinem Dekolleté. Und streich über deine Brust mit deinen beiden Händen und schau, wie weit du dich im Rücken berühren kannst. Und ganz langsam wandern die Hände nach unten über deine Taille und du spürst deinen Bauch. Und die Hände wandern wieder nach hinten zum Po und dann... Das geht schnell. Ich bin noch beim Rücken. Du machst noch nicht an deinem Po, ich lasse dir noch ein bisschen Zeit. Soll ich dir helfen? Ich bleib bei dir, ganz bei dir. Und wenn du den Po gestreichelt hast, dann nimm deine Oberschenkel, berühr sie und wander ganz langsam
deinen Knien und die dürfen ganz besonders gestreichelt werden. Und immer wieder das Atmen. Und jetzt sind unsere Hände fast zu kurz und du wanderst mit deinen Händen an deinen Beinen entlang nach unten und der Oberkörper darf sich jetzt langsam mitbewegen. Er beugt sich nach vorne und du massierst dich bis zu deinen Zehen. Vergiss die Ferse nicht. Streichel auch deine Knöchel und spür deine Zehen und vielleicht möchtest du die jetzt auch festhalten. Und der Kopf ist ganz gestreckt und darf sich fallen lassen. Und auch jetzt vergesst das Atmen nicht. Vielleicht hast du keine Schuhe an, dann kannst du dich auch zwischen den Zehen streicheln. Denn da kommt man ganz selten mit den Händen hin und auch nicht mit den Gedanken. Also streichle deine Zehen und deine Zwischenräume und bedank dich auch vielleicht bei deiner Fußsohle, dass sie dich den ganzen Tag trägt und fortbewegt. Und wenn du jetzt ganz langsam wieder zurückwanderst, bleibt der Kopf noch gestreckt. Und die Hände streicheln jetzt wieder. Die Knöchel wandern langsam nach oben. Waden nicht vergessen. Vielleicht haben wir die beim Hinunterwandern vergessen. Jetzt vergessen wir sie nicht. Wir streicheln unsere Waden. Wieder am Po vorbei und jetzt den unteren Rücken, den wir ja auch öfters merken, wenn er uns wehtut, streichelt euren unteren Rücken und wandert ganz langsam nach oben, vielleicht unter der Achsel vorbei, wieder zur Schulter und jetzt auf eine Hand die andere Hand streicheln und vom Oberarm über den Unterarm wandern und die Fingerspitzen berühren, jeden einzelnen Finger berühren, streicheln, liebkosen. Und wenn ihr das mit einer Hand gemacht habt, dann vergesst nicht, die andere Hand auch zu streicheln. Wandert wieder von eurer Schulter hinab, auch den Ellbogen berühren, Unterarm, Handgelenk und die Finger wieder bis zur Fingerspitze berühren, Innenseite nicht vergessen und wieder nach oben wandern. Am Nacken wieder vorbei, lauf über den Hinterkopf und massiert eure Kopfhaut. Und jetzt spürt das Kribbeln, das ihr im ganzen Körper habt. Denn ihr habt euch berührt, sehr liebevoll und ganz bewusst. Und wenn eure Hände oben auf dem Scheitel angekommen seid, dann könnt ihr wieder nochmal eure Schultern locken, auf dem Stuhl euch bewegen und guckt mal, ob da jetzt mehr Bewegung möglich ist, ob eine Freiheit da ist, der Muskeln. Und atmen nicht vergessen. Und jetzt dürft ihr die Hände in euren Schoß legen und eure Augen ganz langsam in eurem Tempo wieder öffnen. Willkommen in eurem Körper. Tada! Wie geht's euch? Oh. Entspannt. Entspannt? Ist
ist das eine Übung, die man überall machen kann, auch mal im Büro, so auf der Toilette oder so. Habe ich mir gerade so vorgestellt, ich habe auch mitgemacht. Schön, sich zwischendurch mal so zu liebkosen und dem Körper einfach Danke zu sagen. Danke, dass er da ist. Ja, es ist gut, sich dran zu erinnern und das zu machen. Da kommen Erkenntnisse auch dabei, ne, wenn wir das öfter machen. Ja. Zum Beispiel, dass man die, sich die Hände streichelt, da, das habe ich noch nie gemacht. Also das Gebende, den Gebende zu streichen. Ja. Und was ich sehr schön an dieser Übung finde, dass es eine Übung ist, die ich mit mir alleine machen kann. Da brauche ich keinen Partner dafür. Der ist nicht, oder die ist nicht immer abrufbereit, wenn ich gerade mal sowas brauche. Und ich brauche als Single-Frau oder Mann nicht zu jammern, ja, ich habe ja niemand. Also diese Übung kann ich auch mit mir alleine machen und die tut ganz gut, auch wenn kein Partner da ist. Oder? Ja, wunderschön. Ja. Ja, ich bin so still jetzt in mir, dass ich kaum was. Ja, ist sehr schön. Ganz bei dir angekommen, genau. Oder? Genau, ja. Schön. Ja, danke schön, Charlotte. Danke schön, Charlotte. Bitte schön, gern geschehen. Ja, das ist auch eine Übung, die ich ganz gerne in meinen Seminaren mache, weil es eben wirklich uns immer wieder zu uns selber bringt und uns auch so ein bisschen innehalten lässt. Und man kann in 5 Minuten so in die Ruhe kommen und braucht den Stress da im Außen gar nicht so mitmachen, ja? Und kann dann wieder ganz ruhig und gelassen an die nächste Arbeit gehen. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte heute Abend über Berührungen sprechen. Und mein Thema ist ja die Sexualität, also für die, die jetzt vielleicht ganz neu dabei sind. Ich habe hier in München ein Institut, meine Ausbildung Logical Bodywork und ich bin seit 1,5 Jahren jetzt mit dieser Arbeit mit Klienten zusammen und ich stelle halt immer wieder fest, wie weit oder wie wenig wir uns mit unserer eigenen Sexualität beschäftigen. Und ich hab so ein schönes Bild, also wenn jemand Klavier spielen möchte, also wenn jemand Klaviervirtuose werden möchte, dann geht er zu einem Lehrer und lässt sich ausbilden. Und dann, wenn man an Sexualität denkt, dann ist immer so da, ja, Sexualität kann ja jeder, ja. Und das ist aber nicht richtig, denn Sexualität muss genauso gelernt werden wie eben Klavierspielen oder eine andere Tätigkeit. Sehr schön, sehr schöner Satz. Nicht einfach so mit der Muttermilch aufgesogen, ja. Und es ist nochmal ein Unterschied, ob ich eben ein Buch lese oder eben, ob ich mit meinem eigenen Körper oder eben vielleicht mit einem Partner, mit der Partnerin das zusammen üben kann. Ich habe, jetzt haben wir uns gerade schon selber so berührt und jetzt wollte ich mal so eine Stoffsammlung mit euch zusammen machen. Wo sind denn die erogenen Zonen oder was fällt euch dazu ein? Wo sind die erogenen Zonen bei der Frau? Was fällt euch da ein? Hals. Hals, sehr gut, ja. Was ist da noch alles? Ja, gerade wo ihr euch hier berührt habt, da waren doch lauter... Eigentlich der ganze Körper. Ja, sehr gut, ja. Ja. Aber trotzdem zählen wir es mal auf. Ich denke, ja, der ganze Körper ist schon richtig, aber ich denke, es muss auch bewusst gemacht werden, ja. Ja. Man redet immer von den erogenen Zonen, aber so richtig bewusst macht man sich's nicht, ja. Hals, hast du gesagt, das ist super. Und da gehört der ganze Nacken eigentlich dazu, ja. Und? Was? Na, ich denke, dass bei jedem erstmal anders ist.
Weil je nachdem, wo auch ein elektrischer Ausgleich notwendig ist in der Kommunikation, das heißt durch die Berührung, wird man sich bewusst dieses Ausgleichs Elektrik im Körper. Und deswegen hat jeder ein bisschen andere Stellen. Für mich war vorhin die Kopfhaut war wunderbar, dass wir die Kopfhaut oft einfach vergessen. Zum Beispiel, ich sehe einfach auch die Stirn. Bei vielen, ich schaue oft einfach auch nicht nur unten, sondern auch die Stirn. Also die Stirnform und wie Stirn und Augen oder ja, da ist für mich auch ein wichtiger Platz, weil da sieht man auch wie der Mensch auch offen ist oder wie. Also mir fällt die Stirn ein. Ja. Gut, was ist noch alles am Kopf? Also Kopfhaut hast du gesagt, das finde ich auch eine wunderbare erogene Zone. Also ich finde wirklich, für mich ist der ganze Körper es hängt davon ab, wie man das einfach berührt. Ja. Und das ist egal dann wo. Ja, da gebe ich dir recht, mir geht es auch so. Und so wie ihr euch jetzt eben gerade berührt habt, da hat man sich ja gemerkt, oh, das ist angenehm und da bin ich ja ganz empfindlich. Ja, und das tut sehr gut. Also vielleicht, ich habe hier mir gerade überlegt, ich bin vorher über meinen Bauch gefahren bei der Übung und habe an meinen Bauchnabel gedacht und habe gemerkt, wow, da wenn jetzt zum Beispiel eine Fingerspitze drüber fährt, das ist auch sehr erogen, oder? Mhm. Oder zum Beispiel unterm Arm, die Armhöhle oder jetzt so eben an der Seite bis zum Hüftknochen runterzufahren, ist auch sehr erogen. Ja, man spricht dann immer so vom Intimbereich, dass das der einzigste Bereich ist, wo denn diese erogenen Zonen sind, aber wir haben es eben gerade gemerkt und darum ging es mir. Wenn man sich selber berührt, merkt man, wo man überall empfindsam ist und es eben genießt, wenn man so berührt. Wie war es denn zwischen den Zehen? Wie war das für euch? Hallo? Ja. Gib uns ein bisschen. Ich hab da eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich war bei einer Massage und also auf einem Frauenseminar und wir haben uns gegenseitig massiert und dann haben wir die erste Runde uns gegenseitig die Füße massiert und einfach liebevoll, ja, so mit einer Creme die Füße einmassiert mit der Creme und ganz liebevoll so 10 Minuten, also 5 Minuten jeden Fuß und das war sehr entspannend und wunderbar. Und dann war die zweite Runde so, dass wir dann gesagt haben, okay, und jetzt berühren wir uns mal erotisch. Was fällt uns da dazu ein? Wie kann man die Füße jetzt erotisch berühren? Und das war also eine wunderbare Offenbarung, wie man auf Berührung an den Füßen reagiert, wenn das eben ein Unterschied ist zwischen einer normalen Berührung und einer erotischen Berührung. Und die erotische Berührung, die kann auch so sein, dass man eben den Fuß nimmt und an den anderen Körper, also ich nehme den Fuß und streif den zum Beispiel über meinen Körper oder ich beiß zum Beispiel in den Zehen oder ich nehme die Zunge und fahre eben zwischen diese Zwischenräume. Und ich habe es ja auch dann erleben dürfen, ich habe es ja nicht nur gemacht. Also ich muss sagen, mir wurde ganz schön heiß.
Und die Berührung war eben nur am Fuß. Ja, die ging noch bis zum Knöchel, aber dann war schon, weil höher ging es gar nicht. Und es war sehr, sehr erotisch. Mhm. Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr euch das auch vorstellen? Also ich bin auch sehr sensibel an den Füßen. Mhm. Ja, also das, ich mag sehr gerne Fußmassage und ich massiere gerade mir meine Füße. Weil du mich daran erinnert hast, Ja, das machen wir auch viel zu wenig, ja. Und ja, eben so ein Fußspiel mal in eine Abendbegegnung mit einzubauen, also mal an den Füßen einfach anzufangen und nicht gleich übereinander herzufallen, das kann ja auch sehr sinnlich sein. Und wenn ich jetzt gerade an uns Frauen denke, wir mögen es ja, wir brauchen ja immer ein bisschen länger, bis wir so in Fahrt kommen. Und wenn der Partner dann so über die mit den Füßen anfängt zu streicheln und die eben erotisch berührt und eben mit der Zunge oder mit dem Mund küsst, dann glaube ich, das mag jede Frau. Und was hältst du davon, wenn du das deiner Frau in den nächsten Tagen mal zukommen lässt? Ist das eine Anregung? Erstmal Grüße von Sabine, die ist mit der ganzen Gruppe hier zu Unternehmerinnen-Treffen. Ja. Und für mich, es gibt einfach noch ein bisschen Magie, weil oft wird das angesprochen und dann wird das ein bisschen gemacht und dann wird das vergessen. Das heißt, auf der Übungsebene ist okay, aber dieser Funke ist nicht immer da. Das heißt, jetzt welche Rolle spielt der Kopf? Welche Rolle spielt die Präsenz in den eigenen Körper? Welche Rolle spielt die Elektrik, die Anziehung des anderen? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, wie ist die Brücke, wo fange ich an? Weil kann sein, dass jetzt in den Füßen nichts spüre oder wie kann ich mich leiten lassen, damit ich jetzt im richtigen Moment an der richtigen Stelle beginne. Oder manchmal ist es auch so, weil es die, wenn die Energie unterdrückt ist, dann geht man oft einfach sehr schnell zur Sache. Und wie kann man das zum Beispiel verändern, dass man, wie kann die Frau das gestalten oder den Mann gestalten, dass man sich etwas erstmal entspannt. Und in diese Spiel der Elektrik, ich nenne es Elektrik, weil ich gehe dahin, plötzlich, da ist eine Reaktion zwischen meine Hände und dem Kopf oder den Rücken. Also Sabine zum Beispiel ist am Rücken sehr, da ist sie lauter als, also dies. Und eben, wie funktioniert, wie, eben von einer Seite, ich mache die Übungen hier und da und ich versuche das mit einzubeziehen. Aber das ist auch für viele, okay, mal einmal gemacht, aber wie finde ich den Weg zu das, was gerade, wie bereite ich mich vor auf diese Elektrik der Berührung? Wie ist diese Alchemie? Wie findet sie statt? Welche Möglichkeit, was hilft mir jetzt, mich auf dieses innere Impulse zu folgen, dass der ganze Körper, wie stelle ich mich darauf ein? Ne? Wie ist meine Aura oft einfach, wo beginne ich zu berühren? Wenn ich diese Übung gemacht habe, weil oft stirbt dann. Ne? Man macht einmal, zweimal und dann, wie gesagt, was ist deine Erfahrung? Wie kann ich dieses Feld stärken, weil es ist oft besetzt, das Feld, ne? Sowohl für die Männer, ich denke weniger für die Frauen. Und ist es zum Beispiel, dass die reinigen mit Wasser oder mit Öl, natürlich für manches Musik, da gibt es ein bestimmtes Übungen, wo man sich wieder entbesetzt aus der Kopffixierung, besonders männliche Kopffixierung,
und man da reingehen kann. Damit es einfach eben zum Beispiel, wir haben gesehen, die Karen war hier das letzte Mal, die war hier vor kurzem und wir haben gesehen, dass sie leitet die Aum-Meditation. Und die Aum-Meditation, die wird auch in München, nach München kommen, in unser Kongress. Lässt erstmal die Emotionen entladen. Ne? Und das heißt, wenn die Emotionen gespielt sind, dann plötzlich spürt man das. Ne? Wenn 2-3 Stunden lang die ganze Zeit in Emotionen man einfach auch reingeht. Deswegen wollte ich auch Atemtherapeuten auch einladen. Ja, sehr gut. Genau. Wie ist es? Welche Atemübung wäre gut? Weil die meisten haben diese sowieso. Das hat man vergessen. Also welche Atemübungen wurden dann diese Empfindlichkeit, dass es von innen heraus dieser Impuls kommt? Ja, du sprichst was an. Also Atmung ist einfach sehr, sehr wichtig. Und die Atmung, die ich dann eben mir bewusst mache in meinem Körper, die durch meinen Körper fließt, dadurch habe ich wieder die Verbindung zu meinem Körper. Und wenn ich in Verbindung mit meinem Körper bin und, sagen wir mal, mein Gegenüber, also mein Partner auch berühre und der in dieselbe Atmung geht, und man macht es 2-3 Minuten, dann ist schon eine Verbindung da und dann ist auch diese, also ich nenne es einfach dieser Frust und die ganze, der ganze Tag, ja, einfach draußen dann und nicht mehr dann in dieser Verbindung der beiden. Ja, ich spreche jetzt von Mann und Frau, aber das kann natürlich auch Frau, Frau oder Mann, Mann sein. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ja? Ja, klar. Aber was hältst du davon, apropos Berührung? Man sagt, ist auch Berührung, dass den besten Sex hat man, wenn man sich vorher gekloppt hat oder so. Ne? So ja, okay. Nach einem Streit, viele wollen trennen, aber das ist eine praktisch eine Entladung von Nicht-Berührungen. Ne? Wenn man sich streitet, man berührt sich und entlädt all diese Emotionen, die man vielleicht zurückgehalten hat. Ne? Und das heißt eben, diese Elektrik, ich nenne es jetzt Elektrik, ist gestört und durch die Übungen kann, aber für viele, wenn sie abends oder nach der Arbeit kommen, die auch, die haben diese Übungslust ein bisschen, aber oft wird dann vergessen. Ne? Ja, klar. Und also eine Übung, die ich auch sehr gerne mache und auch weiterempfehle, weil es ja eben gerade so ist, sagen wir mal, jeder arbeitet, man kommt nach Hause, man isst miteinander und dann ist einfach so viel Spannung da und man kommt gar nicht in dieses erotische Flimmern, was man ja gerne haben möchte, um dann eben einen schönen Sex zu haben. Mhm. Und da ist es schön, wenn man dann gemeinsam, sagen wir mal, im Schneidersitz sich hinsetzt, die Hände hält und dann in eine Greifatmung geht. Das heißt, wenn Frau ausatmet, atmet Mann ein. Ja? Kann man sich das vorstellen? Also Frau atmet ein und zwar durch ihren Intimbereich oder ich sage jetzt mal durch das Wurzelchakra atmet sie ein und zählt auf 4. Dann geht über die Nase der Atem wieder nach draußen und in dem Moment, wo der Atem dann rausgeht auch bei ihr, atmet der Mann ein. Also so quasi im Kreis immer, sie atmet aus, er atmet ein. Sie atmet ein, er atmet aus und sie halten sich an den Händen und das gibt eine Verbindung, die innerhalb von 2-3 Minuten dann auch da ist. Und man kommt zur Ruhe und kommt aus dem Kopf, man spürt dann eben auch nur den Körper. Schön. Ist das nachvollziehbar? Ja, klar, ja. Klar. Wunderbar, schöne Übung. Ja, das ist, und wie gesagt, die geht ganz schnell und man ist sofort mit dem anderen, seinem Gegenüber verbunden.
Aber eine Sache, was ich jetzt mitgekriegt habe, auch, was ich probieren möchte, ja, ist, aufgrund dieser Augen werde ich einfach auch testen, dass man sich vorher ein bisschen streitet, aber bewusst streitet. Ja, ich denke, das ist auch eine Übungssache. Also, wie du sagst, bewusst streiten, ja. Also sich nicht was an den Kopf schmeißen und eben damit wehtun, sondern, ja. Naja, bewusst streiten bedeutet, ist schwierig, weil man weiß, dass es ein Spiel ist. Mhm. Und weil irgendwie, also was ich einfach sehe, sind viel zu viele Emotionen blockiert und die es dann nicht möglich machen. Deswegen Atemübung, sich selbst, bei sich selbst berühren, vorher finde ich toll, weil wenn ich mich berühre und mein Partner sich berührt, diese Übung, was du vorhin gesagt hast, mhm, wäre gut vielleicht, das dann extra aufzuzeichnen, ne? Dass die Leute unter deiner Anleitung das machen können. Das ist auch eine Möglichkeit, dann wird jeder für sich erstmal, verteilt sich das auf den ganzen Körper. Und ja, in welchem Bereich noch könnte man da helfen? Also sich berühren oder bewusste emotionale Entladung. Natürlich, das heißt nichts, dass man auf den anderen, das ist ein Spiel, ne? Ja. Diese Atemübung, was gibt's noch? Also was ich auch immer gerne mache, ist einfach eine wilde Musik auflegen, also so eine Trommelmusik. Mm. Und man kann sich einfach mal 5 Minuten lang oder ja 2-3 Lieder austoben. Ja, das kann man ja auch zusammen machen, ja. Mhm. Dass man die Musik auflegt und dann wirklich im Raum rumtobt und alles abschüttelt, was man eben vom Alltag mit nach Hause gebracht hat. Das ist also auch eine Sache, die sofort funktioniert und dann kann man vielleicht sogar ein Spiel draus machen, dass jeder dem anderen dann ein Kleidungsstück ausziehen darf und man tanzt weiter und so lange, bis dann jeder nackt ist. Mhm. Also als Paar meine ich jetzt, ja. Schön. Musik, mal tanzen meinst Musik, du? Mit so einer schamanischen Musik, ja, so wirklich dann alles abstampft, alles rausschleudert aus dem Körper, also so mit den Händen und die Füße und ja, richtig rumtobt in der Wohnung. Also mit Tanzen meinst du? Mit Tanzen, ja. Okay, ist schön. Also halt ja, bewusst jetzt nicht schönes Tanzen, sondern wirklich stampfen, ja. Mhm, schön. Ja. Dann, oder, ich habe also noch eine Idee. Was ich liebe, das ist eine meiner Lieblingsübungen, das nenne ich Bouncen. Das heißt, da lege ich mich auf den Rücken, stell die Füße an und dann auch so eine ganz wilde, hämmernde Musik und dann schlage ich mein Becken immer wieder auf den Boden, ja. Mhm. Und da kann ich auch alle Emotionen, die ich den Tag über aufgeladen habe, aus dem Körper rausschleudern. Und gleichzeitig aber sammelt sich im Beckenbereich dann diese erotische Energie an, ja. Mhm. Und das ist dann auch, wenn man das zusammen macht, zum Beispiel so 5 oder 10 Minuten, eine wunderbare Einleitung für einen schönen Abend. Mhm. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Schön. Also ja, ich wurde schon, es ist so, das fühlt sich gut an, all diese kleinen Sachen, dass wir vielleicht etwas zusammenstellen, eine DVD macht für zu Hause, wo die Frau sagen kann, wenn du willst, erstmal alle Übungen durchmachen. 3 Stunden. Ich bin keine Lust mehr auf. Ja, ich bin müde, ich gehe, ich schlafe jetzt. Genau, ich bin jetzt so müde. Muskelkater. Ja, ich habe noch eine Impuls bekommen. Es ist schön, weil wir jetzt zu dritt sind. Ja. Bekommen wir leichte Informationen zwischen den Zeilen. Die Götter geben uns Informationen. Ne? Ich habe jetzt, dass man mit Tönen beginnt. Ne? So in der Form, was weiß ich, wenn wir
zu sagen, okay, wir sprechen nicht, sondern wir geben Töne. So, das Töne, das sollte auch, ich denke, 10 Minuten, das einfach rumtönen. Oder ich werde jetzt wieder diese in unserem Meditationskongress die No-Mind-Meditation, das heißt die Gibberish-Meditation, anleiten. Das geht eine Stunde. Dass auch die Stimme, weil meine Information jetzt in Bezug auf bewusste Sexualität, sind wir alle besetzt, irgendwie, irgendwo, mit Männern auf jeden Fall. Und dass diese Übungen, dass das irgendetwas auch ein bisschen kräftiger gemacht werden soll, damit die wieder freiwillig ich in die Übungen gehe, weil sonst zwinge ich sie mir auf, mache ich sie 3-4 Mal und dann nicht mehr. Aber die DVD zu machen, wo die Frau das in der Hand hat und sagt, wenn du willst, wirklich willst, dann machst du erstmal die Übungen mit mir. Das ist eine gute Idee. Ja, und dann wird die DVD eingelegt und beide machen es dann miteinander. Dann wird nur die DVD berührt und dann... Ich meine, das ist schon aktiviert. Einfach die Information, ja, die Hände auf DVD drauflegen, Information aufnehmen und nach einer Minute kann schon losgehen. Aber eben, dass ich glaube, weil... wenn die Frau das anspricht, ich möchte oder guck es, bei mir ist es anders, sagt oft der Mann, ja, versuchen wir und so. Aber wenn die Frau etwas in der Hand hat, das wäre nicht schlecht. So, schon Übungen, die man machen kann. Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall dann machen und vielleicht forschen wir ein bisschen noch aus der, ich kann auch die anderen fragen, auch die Anjoka oder die in diesem Bereich, spezielle Atemübungen gibt es sicher. Eben, das nächste ist natürlich Nahrung, aber Nahrung ist in dem Bereich mehr zur Stimulation schon des Genitalbereich, glaube ich. Ne? Aphrodisierende. Eben, Aphrodisiaka. Haben damit nichts zu tun, glaube ich, erstmal, ne? Oder? Ja, du, ich meine, man kann auch mit dem Essen natürlich ein Spiel draus machen, dass das Essen eben auch sehr sinnlich und bewusst gemacht wird. Zum Beispiel stell dir vor, wie erotisch eine Erdbeere mit Sahne sein kann auf dem Bauchnabel und dann isst du die eben nicht vom Teller, sondern die isst du eben aus dem Bauchnabel der Frau. Ich mag keine Sahne. Auch nicht. Gut, dann mach halt eine Mango-Joghurt-Creme. Und es gibt ja auch zum Beispiel essbare Farben, wo du den Körper bemalen kannst. Körper bemalen, das ist toll. Spielereien. Körper bemalen. Sind wirklich geniale Ideen, ne? Ja, natürlich. Und soll ich dir mal was sagen? Solche Dinge, da muss man eben immer wieder auch dran erinnert werden. Und wie du sagst, eben mal eine DVD machen oder das eben mal im Buch beschreiben oder eben in einem Seminar bei mir. Ja, ich mache am 15. bis 18. August ein Berührungsseminar. Ah, wunderbar. Wo wir solche Dinge miteinander, also Mann, Frau, Paare oder auch Singles, miteinander üben und durchspielen mit ganz viel Spaß und eben mit ganz viel Berührung. Okay. Und das 4 Tage lang. Da braucht man nicht mehr in Urlaub fahren, das kann man hier in München erleben. Ja, ich blende jetzt gleich deine Webseite ein. Ja, das kannst du gerne machen. Und mache das noch, warte mal, weil in der Wiederholung, viele gucken sich die Wiederholung
mache ich das jetzt, damit es dann auch gesehen wird. Also 16. bis 18. August. Ja, 15. bis 18. Das sind 4 Tage. Wir okay. in Bayern haben hier einen Feiertag am 15. Maria Himmelfahrt. Und dann geht es eben bis Sonntag. Wow. Ja, und ja, da gibt es so viele Dinge, die man eben gemeinsam machen kann. Hm. Aber wer setzt sich denn schon hin und macht da mal so eine Auflistung, das könnte ich machen mit meinem Partner, das und das. Sondern da kann man eben 4 Tage lang das gemeinsam erleben. Mhm. Oder eben als Single mit einem Gegenüber, ja. Mhm. Also wenn ein Mann kommt, dann hat er eine Frau als Partnerin und umgekehrt. Also jeder darf mit jedem üben und das wird also bestimmt eine ganz spaßige und sehr intensive Berührung. Hm. 4 Tage lang auf jeden Schön. Fall. Das ist natürlich am besten, ne? Ja, klar, ja, dann hat man es mal am eigenen Körper gespürt, ja, und vergisst es nicht so schnell. In München, stelle ich dann ne? eben auch solche Dinge zur Verfügung, wie ich gerade gesagt habe, Malfarbe für den Körper oder eben diese Atemübungen oder die Bewegung und Tanzen, all das als ganzes Paket eben in 4 Tagen. Hm. Schön. Ja. Also du hast auch Farben da, ne? Ja. Ah, oh, wow. Zum Beispiel, also essbare Farben und was es eben sonst noch alles so gibt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, sonst wir ja nicht mehr aufs Seminar kommen. Mhm. Schön, ja, wunderschön. Schön. Und das ist in München, ne? Ja, das ist in München. Okay. Steht genau auf meiner Homepage. Mhm. Wunderbar. Möchte vielleicht noch der Jekaterina fragen jetzt, wie ja. sie damit umgeht und was ihre Erfahrungen sind. Gerne. Ja? Die Stunde ist jetzt um. Fast zu Ende, ja. Damit wir immer diese ergänzende Erfahrung haben. Ne? Mhm. Also wunderbar. Ich schreibe das jetzt auch in die Veranstaltung. Oder wenn du das in den Chat schreibst, dann übernehme ich das von da in deine Webseite. Sehe ich das jetzt nicht, oder? Doch, Angebot. Ist in deiner Webseite zu sehen? Mhm, ja. Also, okay. Ja. Nee, der Termin meine ich. Der Termin, ja, der muss auch drinstehen, natürlich. Wo ist das Datum? Ah, okay, wunderbar, okay. Dann kopiere ich das nachher, weil wir kopieren jetzt in die Seite, wo wir das angesagt haben, da wird auch das Video kopiert und kopiere ich da drin auch den Text. Ne? Okay, super. Schön. Möchtest du jetzt dabei sein für Jekata oder Kate? Kate. Katerina. Jekaterina. Jekaterina. Oder möchtest du jetzt auflegen? Ja, was, dann lege ich auf und dann kann ich auf eure Seite gehen. Dann okay. kann ich in die Sendung gehen. Okay. Vielen Dank, herzlichen ja. Dank, so schön. Ich danke euch. Das, was du uns jetzt gegeben hast und geschenkt hast. Und freue mich sehr, auch wenn wir uns auf jeden Fall spätestens November wiedersehen. Ja. Okay, danke schön. Vielen Dank. Bitte. Danke, Charlotte. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja. Also, so wie Charlotte gesagt hat, du kannst mit Berührung gut umgehen. Ne? Hm. Okay. Und das heißt, du bist auch unterwegs und du berührst auch mit den Augen. Ne? Und wenn du unterwegs bist, was geschieht in deiner Kommunikation?
wenn du zum Beispiel läufst, ne? Also Liebesaustausch. Ja, aha, okay. Bitte. Liebesaustausch, wenn das die Frage ist. Das heißt, wenn du unterwegs bist und für mich ist es einfach so oft, wir sind Urteilen unterwegs. Guck mal, wie du. Das heißt, wenn du unterwegs bist, bist du in deiner Präsenz und du berührst die Wesen, die Menschen, die du begegnest, auch wenn das erst da ist, machst du dieses Liebesaustausch. Schön. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass wo die erste Mal in mein Herz richtig aufging und wo ich mich sehr, sehr liebevoll gespürt habe, habe ich wunderschönste Menschen getroffen, die ich, also in Leipzig, ich habe gedacht, wow, was für eine Frau, was für ein Mann, also die Wesen so wundervoll. Das war dieser Spiegel einfach von mir selbst, ja, ne? Und die haben genauso dieses Kontakt gehabt und so, ja, hi, so, hi. Und dann weitergegangen, ne? So kurz dieser Austausch. Und wo Herz zu ist, dann eigentlich so mehr, was, ne? Da fängt dieser Verurteilen an. Und so sieht man das, die andere Seite in den Menschen. Aber wenn man das Herz öffnet, kannst du nur Liebe sehen, auch in jedem, ne? In jeder Situation. Ja, ja. Das ist wirklich alles da. Ja. Das heißt, dieses Klassische, dass den Mann unterwegs ist und guckt die Frau oder die Frau guckt den Mann, du berührst auf deine Ebene, indem du einen Liebesaustausch machst und den anderen richtig von so tief, tief, tief durch sein Wesen berührst. Und da du es machst, geschieht einfach auch immer eine Resonanz, meistens. Ich glaube, es ist so, dass ich das, ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin dann einfach und gehe und also, und dann geschieht das von alleine, so Blickkontakt, dann kommen irgendwelche Informationen, Zeichen, sieht man das da, diese Menschen und das ist im Fluss dann alles, ne? Du wirst dann von dem Fluss einfach geführt und das ist alles da Liebe. Ne? Und immer wenn man aussteigt dann aus dem Fluss, ist ich will wieder da rein, ne? So. Also wenn Kopf so einspringt, aber im Prinzip kannst du immer da eintauchen, dieses in Herz, ne? Das heißt, du berührst dann ständig, du bist ständig am Berühren, weil du bei dir bist. Ne? Und die Angst, was die meisten haben, wenn sie mit offenem Herz, wenn sie Frauen sind, so rumgehen, dass sie gleich angemacht werden. Ne? Aber so meine Wahrnehmung ist, dass du richtig durchgehst, glaube ich, dass das niemand macht. Ne? Dass selten jemand Grenzen überschreitet, weil du es in so eine tiefe Dimension machst, dass der andere nicht auf die Anmachebene geht. Oder täusche ich mich? Es ist manchmal, also Männer verstehen das oft anders. Das ist so. Ja, das berührt, also ich glaube, das berührt die Tiefe, ne, diese Verbindung. Und dann möchte man die gerne haben, so. Okay. Ne, so. Also das erfährst du schon? Ja, das habe ich schon erfahren. Also ich hatte auch Angst eigentlich, das war meine große Angst, auch sexuell angesprochen zu werden von Männern. Und ich habe eigentlich das immer versteckt. Ja, genau, in Russland ist das sehr verbreitet. Ne? Ja. So, also diese Anmachung und irgendwie, hey, guck mal die da an und so. Und das genau davor habe ich mich geschützt, so. So, das hat resoniert immer in mir, ne? So. Und hatte Angst, mich zu zeigen. Ne? Und und jetzt geht's besser. Das heißt, du kannst da berühren, weil das ist die Angst von vielen. Wenn ich jetzt offen rumgehe, dann lieber zumachen und in Italien sowieso, in viele Kulturen. Ne? Aber es gibt eine Möglichkeit, einen Weg,
offen zu bleiben und doch bei sich zu bleiben? Also mein Ratschlag ist immer Herz öffnen. Egal was passiert, egal was für eine Angst, egal was für eine Person vor dir steht, egal was für schlimme Situation, Herz öffnen und Liebe. Mhm. Also das ist wirklich einzigster Weg. Es gibt keine andere Antwort. Und dann verwandelt sich wirklich. Also wenn Angst da ist, dann zieht sich hier oben Gehirnhälften zusammen und Herz. So, und dann sind wir gleich disconnected. Ne? Und dann sind wir, wir schneiden uns ab und da, ich bin ganz allein, ich bin so und so. Ne? Und in diese Situation trotzdem Herz zu öffnen. Und dann entspannt man sich. Ne? Was nicht einfach ist. Ne? Na, mit der Zeit, ich glaube, wenn man wenn ich mein Herz offen weiterbleibt, dann werde ich angenommen, übernommen, dann werde ich ausgelacht, dann werde ich, was weiß ich, das sind alle Ängste. Naja, da muss man durch dann. ich mache schon ordentlich durch da. Also das ist schon, ich hatte vor kurzem eine ganz intensive Situation vor der ich immer weglaufen bin. Da wollte mir eine Person was mitteilen und ich wusste, dass es nicht angenehm ist und dass es so, und das waren zwei Personen, die eigentlich sehr so gegen mich, kam einfach so eine Situation, ne, zustande. Da habe ich trotzdem mein Herz geöffnet und stand und habe das alles angehört in Liebe und so richtig durch mich durch, also rein, statt nein, statt anfangen zu kämpfen, sich rechtfertigen und so weiter, habe ich gesagt, okay, kannst mir alles sagen jetzt, ne? Und das anzuhören, und also wenn die anderen dich richtig blöd finden und so richtig scheiße, und das zuzuhören und in dem Moment, hat mich sehr gestärkt. Aber da muss vielleicht nicht jeder durch. Also, ja, durchgehen heißt. Okay, dann denke, wir werden weiteres dann auch machen. Ich würde gerne noch den Film Slow Sex empfehlen. Aha. Kennst du den Film? Slow Sex, da geht es darum, dass wie man durch langsamen Sex mehr zueinander finden kann, so in diese Bewusstheit, also durch Verlangsamung der Prozesse, der Berührung. genau. Sehr schön. Aber es eben für mich ist einfach ganz, diese ganze Sache ist wichtig, dass Verlangsamung, kann es auch sein, dass die Energie zurückgeht. Das ist alles eine alchemistische, perfekte Mischung, muss das sein. Es muss trotzdem die Spannung eben auf der Körperebene und so bleiben. Nicht das. Ja, für mich, was wichtig ist, dass es nicht intellektuell ist, viele Sachen, manche Sachen, ja, und so soll, aber manchmal ist eine Vorwurfsebene da, und das ist einfach nicht die Ebene, wo es dann eine Berührung stattfindet. Ne? Und eben, wenn das Herz offen bleibt, das ist eine Haltung, auf dieser Ebene ist einfacher, etwas anzunehmen. Aber wenn man etwas verlangt oder möchte oder so, das ist eine Ebene, wo man sieht, dass man bei Männern oft man nichts erreicht. Ne? So diese Mittelweg, ne? Weil das entwickelt sich oft, dass man, für mich ist wichtig, dass der Erfolg da ist, dass die Sachen dann richtig geschehen. Ne? Ich glaube, es ist auch wichtig, also mir persönlich war immer eine Berührung erst im Herzen wichtig. Ja, sowieso, ja. Sowieso, ne? Und wenn da ausreichend Energie ist, dann kann das auf die körperliche Ebene übergehen. Mhm. Und
Na, aber ich das denke, ist dieser Magnetismus, dieser Funken. Ja, ja. Na, aber ich denke an Partner, die seit Jahrzehnten oder 10 oder 20 Jahren zusammen sind. Da ist natürlich, Veränderungen sind schwieriger. Ne? Ich kann aus meinem Leben erzählen, ich war 5 Jahre verheiratet, ne? Egal, so. Und seit dem Tag, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, 5, 6 Jahre hatte ich, also ich war so aufgeladen, dass ich, also, dass eigentlich nichts, dass wir gar nichts bräuchten oder, wir, also wir sind da so gut auch eingetaucht zueinander, also auf sexueller Ebene, ziemlich schnell so die ganze Programme aufgelöst, so, ne, also das war auch so ein bisschen, ich habe mich manchmal vom Bett runtergeschmissen zum Anfang an, weil, also wenn das mechanisch wurde oder so, ja, ja. Ne, das war so. Aber ich rede nicht von dir. So, für mich ist einfach wichtig, dass die Themen, die wir haben, Schlüssel geben für alle Menschen. Ne? Das heißt, natürlich, du findest den Weg, andere finden den Weg. Was ich sagen wollte, dass es für viele, die dann länger zusammen sind, blockiert sich. Und das ist zu 98% der Fälle. Also was machen diese 98%, wo das dann diese Energie nicht mehr fließt? Ne? Und diese, also da würde ich gerne dann vielleicht, dass wir vielleicht eine extra Sendung dann machen, Charlotte. Oder wer möchte, wir werden jeden Dienstag auch andere Referenten haben, ergänzende Referenten. Eben zum Beispiel für Paare, die seit 30 Jahren zusammen sind. Ne? Die meisten ist es ein bisschen anders. Okay, wir haben die Stunde überschritten. Willst du noch was sagen? Nee. Okay. Wir werden natürlich mit Jekaterina in andere Themen reingehen auch. Aber wir sind noch am Vorbereiten. Lasst euch überraschen. Die Meditationskonferenzen. Ich stopp erstmal. Die Meditationskonferenzen werden am Donnerstag sein, auch 21 Uhr. Das heißt, da werden wir die Live-Sendung machen, wo jeden Donnerstag 21 Uhr sich dann Referenten, die an unsere Meditationskonferenzen in Leipzig, in Dresden und Chemnitz teilnehmen wollen oder überhaupt das Thema bekannt zu geben. Dankeschön und ich schaue mal, ob ich die Wiederholung senden kann, ob die schon fertig ist. Danke euch allen. Ja, die ist schon fertig. Das heißt, jetzt ist die Wiederholung, wird gleich zu sehen sein. Okay. Und ich muss hier das kopieren. Das muss ich kopieren. Bis morgen. Dankeschön. Danke.